Hallihallo, liebe Wurstfreunde, und willkommen zurück zu Let's Play Empyrean Galactic Survival. Am Ende der letzten Folge haben wir die Salami gecraftet. Und diese Folge wollen wir mal schauen, dass wir irgendwie, uns bewaffnen, offenbar. Denn das ist, glaube ich, hier der Sinn der nächsten Quest. Dazu bin ich auch schon fast fähig. Ja. Ich glaube, diesmal werde ich mir direkt aus Beton ein Hütteken bauen. Basis. Stahlblöcke, Elch. Ach ja, stimmt. Es gibt ja jetzt auch unterschiedlich große Stahlblöcke. Und Flügelblöcke. Voll cool. Holzblöcke, Beton. Künstliche Masse, die ist auch neu. Gereinigtes Wasser habe ich ja, Zement nicht. Ja. Dann pass auf. Ich werde mich jetzt erstmal hier in die Mine stürzen. In die nächstbeste. Magnesium ist so ganz okay. Brauchen wir sowieso früher oder später Unmengen von. Und zwar einfach nur zum Leveln. Ist jetzt aber nicht unter Wasser, oder? Strand. Ach, wie schön. Er läuft jetzt aber nicht gleich in die Suppe rein. Was ist das eigentlich, wenn man hier so anhört? Ah, das Wasser kommt mit. Ist ja cool. Das Magnesium denn? Ist das alles schon Magnesium? Nein, ne? Glaube ich nicht. Nee, das da ist das Magnesium. Okay. So. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen bohren, bis mein, bis ich auf dem nächsten Level bin, dass ich mir die Knarre leisten kann. So, die XP kriege ich ja, glaube ich, sogar. Ja, die kriege ich fürs Bohren schon. Dafür muss ich noch nichts aufgesammelt haben. Ja. Was natürlich auch Sinn macht, ne? Mein Sombora zu bedienen erfordert schon einen gewissen Level an Skill und zu wissen, wo man ihn am besten einsetzt und wie. Aber so einen fertigen, rausgebröckelten Dreckklumpen aufzuheben, jetzt irgendwie nicht. Also das ist schon lore-mäßig gut ausgedacht, finde ich. So, weg damit. Jetzt fange ich aber mal an zu sammeln hier. Ich finde auch, dass die Grafik um einiges schöner geworden ist. Ah. Level 4 reached. Schwupp. Dann kann ich wieder aus meinem Loch kommen. Und kann hier bei Technikbäumen mal sagen: Weapons, Sturmgewehr. Catching. Das reicht auch erstmal. Bei Tools hätte ich jetzt natürlich gerne das Texturierungsgerät. Die Lackierpistole habe ich schon, alles klar. Was kann ich denn noch hier so für die Base machen? Ich kann natürlich Small Vessel hier schon mal vorbereiten. Da sind wir letzte Staffel nicht zu gekommen. Das will ich dieses Mal so bald wie möglich hinkriegen. Zack, so. So. Die Erze können eigentlich schon mal verarbeiten hier. Keine Ahnung, wie viel man da so rauskriegt. 10. Nee. Ja, doch. 10. Ach, Quatsch. Ich gucke ja falsch. Ich gucke ja bei einem fertigen.
Weniger. Gut. Produziere er mir eine Waffe. Was fehlt dafür? Metallkomponenten, Elektronik. Ja, das ist voll in Ordnung. Warum darf ich das nicht machen? Ach, weil der noch nicht automatisch craftet. Okay. Metallkomponenten, Elektronik. Metallkomponenten brauche ich 5. Elektronik eine. Metallkomponenten. Kommen aber doch, glaube ich, immer 2 raus, oder? Gut, dann kann ich hier nach natürlich die Knarre anschmalzen. Kann ich aber. Ja, doch, kann ich schon draufklicken. Okay, das ist natürlich cool gelöst. Dass das dann schon geht, wenn er weiß, dass er. Dass die Vorarbeit getan wird. Und direkt als nächstes ist natürlich die Munition dafür dran. Das ist die 5,8 mm Kugel. Okay. Metallstücke 5. Ja, dann muss ich natürlich erstmal Metallstücke herstellen. Da 10 rauskriege. Noch 100, wenn ich 5 Stück brauche, sind 20 mal. Ja, okay. Versuchen. Dann brauche ich gleich auf jeden Fall Eisen. So, das Gewehr habe ich auf jeden Fall. Jetzt kann ich hier die Metallstücke machen. Da sage ich. Hier war das Munition, zack. 5 Metallstücke brauche, dann kann ich schon mal 10 davon abschneiden. Das läuft soweit schon mal. Das ist gut. Die erste Ladung warte ich jetzt ab, damit ich das Gewehr schon mal laden kann. Ja. Und 20 wird wahrscheinlich nicht reichen. Jetzt auch. Ach so, doch, 25 ist genau eine Ladung. Na gut. Ach so, ja, macht ja auch Sinn, wenn er immer genau ein Magazin craftet, ne? Ja, da habe ich natürlich so nicht drüber nachgedacht. Ich hätte gerne ein Multifunktionswerkzeug. Brauche ich sowieso. 4 Metallkomponenten. Kabel. Ja, und noch so ein Kram. Ach, Elektronik, aber die habe ich schon. Okay. Dann kannst du mir das direkt danach mal anschmeißen. Ja, wir sind bewaffnet. Und können in den Sonnenuntergang zoomen. Den wir schon verpasst haben, glaube ich. Sieht danach aus. Eisen besorgen wäre eigentlich dran, ne? Viel ist ja nicht mehr da. Das schrumpft schnell. Ach doch, Silizium ist nicht viel. Habe ich vertauscht. Ja, dann. Aber ich baue eigentlich zuerst. Baue ich erstmal mit Beton. Beton braucht aber gereinigtes Wasser. Aha, und das habe ich nicht. Das ist natürlich problematisch. Braucht so einen Eisenblock. Stahlblöcke L. 10 Stahlplatten. Was braucht eine Stahlplatte? Eisenblock. Baue ich direkt mit Stahl? Kann ich eigentlich.
50 Stück davon. Ach so, Output Count 10. Heißt, das sind schon 100 Stück. Wenn ich dafür 10 brauche, dann kann ich damit 10 Blöcke machen. Das ist nicht viel, aber das ist ein Anfang. Nicht wahr? Ja. So. Also Kugeln habe ich jetzt erstmal. Ich guck mir dann mal die MS Titan an. Solange das Ding hier craftet. Weil ich glaube, dass wir da einiges an Ressourcen kriegen können. Was uns zu einem schnelleren Aufbau verhilft. War bis jetzt ja immer so. So wird es wahrscheinlich auch weiterhin so sein. So, das sieht hier flach genug aus, dass ich mit dem Moped da hochkomme. Ja. Da ist eine Minigun-Drohne, da ist ein Kobalt-Erzlager. Ich schleiche mich mal hier so rum an. Wieder ein Com-Center entdeckt. So, jetzt schnappe ich mir natürlich erstmal die Minigun-Drohne. So. Direkt volle Action hier in Folge 2 schon. Jawohl. Erstmal das Moped verstecken. Aber da sieht man schon die erste Kiste, das finde ich gut. So. Zack. Ja, da ist nämlich schon einiges drin, was wir brauchen. Da sind auch ein paar Blöcke drin, das ist auch sehr gut. Jetzt habe ich natürlich... Ah, jetzt habe ich natürlich das Werkzeug vergessen. Das ist blöd. Naja, ich lege dann erstmal frei. Da sind auf jeden Fall schon nur die beiden, kann ich gebrauchen. Ladung kann ich mitnehmen. Und T1 Kettensäge ist alles so krank, brauche ich eigentlich nicht. Bräuchte jetzt das Reparaturwerkzeug natürlich, damit ich die Kisten auseinandernehmen kann. Müsste nicht hier schon eine Kiste stehen? Aber nicht. Nee. Ist vielleicht der Sturz kaputt. Ach, hier ist die. Oh, Erze. Sehr gut. Dann haben wir die nächste. Baustoffe nehme ich auch. Schon mal ein bisschen geräubert. Aber was mir eigentlich noch fehlt, sind Komponenten. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht so viel gefunden. Die hätte ich schon noch gerne. Und selbst hierfür kriege ich XP, ne? Dafür, dass ich nur die Erde abräume. Schon mal runter bis auf den Boden gekommen. Muss ich immer weiter nach Kisten suchen.
nehme natürlich auch den Schotter mit, den ich dabei produziere. Denn wir wollen ja gleich Zement als Baustoff benutzen, da kommt die nächste Drohne. Die wird gleich auch wundersame Dinge erleben. Nämlich Zauberei. Ich bin nämlich Zauberer, ich kann Löcher in die reinzaubern. Sogar ganz viele auf einmal. Jetzt ist hier aber gerade irgendwie was mit dem Schatten nicht ganz okay, oder? Das kann doch so nicht stimmen. Da ist das echt so gedacht. Bisschen Licht machen wir. Ja, also die Drohne hat mich zwar entdeckt. Wahrscheinlich hat sie mein Bohren gehört oder so. Sie brummt da draußen so wild vor sich hin. Aber sie kommt nicht rein. Dazu ist sie nämlich zu dämlich. Das heißt, ich werde gleich rauskommen müssen. Aber zuerst werde ich hier mich noch zur letzten Kiste durchbuddeln. Moment, wo waren hier die... Hier war überhaupt keine Kiste, oder? Kiste? Nee. Keine Kiste. Hier wird dann wahrscheinlich auch keine sein. Dann kann ich mir den Spaß nämlich eigentlich sparen. Ah, ist sie. Autsch. Reloading. Jawohl. Guck nicht immer ins Wasser, ey. Ist immer so kacke. Upp. Oh, das sieht ja geil aus. Das ist auch neu. Und das ist sehr hübsch, es gefällt mir. Flutscheinwerfer. Bringt nur nicht so viel, wenn alles voller Grünzeug ist. Da ist eine Alge. Komm, die nehmen wir mal mit. Oh Mann, damit ist die nächste Folge schon wieder vorbei. Moped, wir müssen hier weg. Okay, nicht rückwärts, vorwärts bitte. So, stimmt die Richtung? Nee. Ja, so, da so. Ups. Über den Berg zur Rechten. Hier ist auch eigentlich ziemlich flach, da kann man überhüpfen. Das ist aber auch das Motorengeräusch. Ich glaube, die Lautstärke ließe sich sogar noch ein bisschen ertragen. Ne? Wenn das Geräusch nicht so abartig monoton wäre. Ich meine, normalerweise, wenn man bergauf fährt, wird das Motorrad ja langsamer. Das ist soweit ja schon mal ziemlich realistisch. Aber dann müsste sich meiner Meinung nach auch der Ton mit ändern. Weil so ist es einfach immer nur... Oder wirst du ja irgendwann bescheuert sein. Der Sound ist ja eigentlich ziemlich geil, deswegen finde ich das so schade. Klingen eigentlich total super, die Motorräder in dem Spiel. Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn der Sound selber sich nicht dadurch kaputt machen würde, dass er so repetitiv ist. Jetzt habe ich einiges da drin. Muss ich auch mal Grausteine, muss ich jetzt mal hier rausnehmen.
Konstruktionswerkzeug, das ist schon mal sehr gut. Das werde ich jetzt auch direkt hier reinnehmen, statt der Kettensäge, die ich eigentlich gar nicht benutzen werde. So. Boah, das hat auch ein neues Design. Schick. Das müssen wir uns nächste Folge mal bei Licht betrachten, aber diese Folge ist jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.